Moin moin, guten Tag und hallole zu einer neuen Folge von der Gaming Sonntag mit Flo. Hi hi. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir würden dann, upsala, jetzt nicht zu viel mit der Maus bewegen, wir würden hier dann halt eben runtergehen in die Höhle, dann halt eben, dass wir das Tal da unten auskundschaften können. Aber mir ist dann halt eben eingefallen, hey, da unten waren ja auch mehrere Wölfe. Und ich glaube, es wäre erstmal schlauer, wir gehen in die Stadt und lernen dann halt eben, wie man Tieren das Fell über die Ohren zieht und gehen dann erst runter. Ja, das wäre jetzt so meine Idee und Überlegung gewesen. Deswegen hätte ich halt eben gesagt, liebes Tal, wir kommen nachher halt eben zu dir und ja, laufen jetzt hier einfach mal den Weg weiter entlang. Ja. Ich habe das Spiel, wie schon beim letzten Mal erwähnt, schon vor längerer Zeit dann halt eben gespielt. Sehr, sehr oft sogar. Und ich versuche mich halt eben immer noch an irgendwelche Geheimnisse halt eben zu erinnern und Tricks und Kniffe und so weiter. Und ja, deswegen versuche ich da das Beste halt eben rauszuholen aus der Gesamtsituation. So, da haben wir jetzt wieder ein paar böse Goblins, denen wir jetzt erstmal das Holz über den Kopf ziehen werden. Und dann können wir... Wow, das war jetzt ein One-Hit. Und dann können wir auch schauen, was die hier sonst noch so haben. Denn da hat es ja eine Truhe und... Nichts zu plündern. Ja, nichts zu plündern. So eine Sauerei aber auch. Naja, dann schauen wir erstmal hier hinten rum, weil jetzt auch noch ein bisschen... Grünzeug und ich glaube, hier war auch irgendwie noch eine Spruchrolle oder ein Lederbeutel mit etwas Geld. Und Geld brauchen wir ja ohne Ende. Ja, oh, sogar beides. Spruchrolle, Lederbeutel, war sonst noch was? Nee, das war, lag jetzt aufeinander. Dann können wir ja gleich mal ins Inventar schauen. Genau, das ist Wert von 25. Unten steht es, also sind da 25 Goldmünzen drin. Ja, das passt doch halt eben recht gut. Aber ich mache das jetzt erstmal nicht auf, aus einem ganz bestimmten Grund. Den werden wir dann halt eben sehen, sobald wir halt eben in der Stadt Kurinis dann halt eben sind. Denn da ja auf dem Weg sind wir ja hin. Ja, die Stadt Kurinis auf der Insel Kurinis, ja, war jetzt auch nicht gerade... mit so viel Denkarbeit verbunden. Nee, aber es hat ja alles irgendwie so seine Gründe und dass halt eben alles so zusammengeschrieben wurde. Und es gibt ja halt eben ja auch die Stadt Luxemburg im Land Luxemburg. Also von dem her, da sollte man sich nicht zu viele Gedanken halt eben drum machen. Ich gehe jetzt gerade extra ein bisschen weiter weg von diesem Kerl, weil ich glaube, hier hinten war noch irgendwo eine Goldmünze. Ah, genau. Und jetzt können wir ja mal also den entweder ignorieren, aber das wäre jetzt keine so tolle Idee, weil wir müssen so oder so mit dem halt eben sprechen. Hey, wo kommst du denn her, hä? Tja, Xardas hat ja gesagt, wir sollten niemandem sagen, dass wir ihn getroffen haben. Deswegen... Ich komme aus den Bergen. Genau, du kommst aus den Bergen und das ist schlecht für dich. Ganz schlecht. Du wirst gesucht und zwar von einem ganzen Haufen übler Kerle. Es gibt da jemanden, mit dem du unbedingt sprechen solltest. Folge mir. Naja, es ist ja ein Bandit und dem würde ich jetzt halt eben nicht gerade unbedingt einfach so folgen, besonders wenn er es noch so betont hat, dass das gar nicht so gut für uns wäre. Deswegen, ja, mache ich jetzt halt eben das, wo ich glaube, dass wir dann halt eben keinen Kampf mit dem haben.
wie gesagt, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, man muss sich da die ganze Zeit ein bisschen drücksen und ganz zum Schluss die Wahrheit sagen. Aber wir finden es ja gleich raus. Wer sucht mich? Halb Korinnes ist hinter dir her und du willst mir erzählen, du hättest keine Ahnung? Ah, verstehe. Du willst nur nicht mit mir darüber reden, hä? Na gut, deine Sache. Also, kommst du jetzt oder nicht? Naja, wir lagen halt eben fast einen Monat unter Steinen begraben. Also von dem her, wie sollen wir wissen, was hier auf der Insel los ist? Und vorher waren wir halt eben ja Sträfling in der Kolonie unter der magischen Barriere. Also, da können wir ja nicht wissen, dass wir gesucht werden, oder? Mit wem soll ich sprechen? Mit meinem Anführer. Er heißt Brago. Er kann dir alles besser erklären als ich. Also, was ist? Gehen wir? Aha. Er kann alles besser erklären. Naja. Woher weiß ich, dass das keine Falle ist? Also so langsam reicht's mir mit dir. Wenn du meine Hilfe nicht willst, dann geh doch zur Stadt und lass dich einlochen. Du kommst jetzt mit oder du lässt es bleiben, klar? So, jetzt aber mal die Wahrheit rausrücken. Langsam, Freundchen. Es hat schon mal einer versucht, mich reinzulegen. Ach. So ein Kerl hat mir vorgeschlagen, zusammen mit ihm ein Amulett zu holen und den Gewinn zu teilen. Als wir am Ziel angekommen waren, haben er und seine Freunde mich angegriffen. Klingt ganz so, als hättest du dich mit den falschen Leuten eingelassen. Wo war das? Ah, jetzt müssen wir die Wahrheit sagen. So rum war's. Aber dass wir auch mal verarscht wurden, auf gut Deutsch gesagt, ich glaube, das hatten wir halt eben auch in Teil 1 gehabt. Aber naja, gut, okay, was soll's. Ich war Sträfling in der Minenkolonie. Du kommst aus der Barriere? Mann, dann haben wir ja zusammengesessen. Ich kenne dich nicht. Ich war Butler im alten Lager. Hab mit der ganzen Sache nicht viel zu tun gehabt. Aber was jetzt viel wichtiger ist, du hast mächtigen Ärger. Irgendwer hat ein hübsches Sümmchen auf deinen Kopf ausgesetzt und er hat ein paar Zettel verteilt. Mit deiner Visage drauf. Wenn ich du wäre, dann würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt Leute bei uns, die würden für das Gold ihre Mutter umbringen. Aber ich finde, wir Jungs aus der Strafkolonie müssen zusammenhalten. Dann sollte ich mich wohl jetzt besser bei dir bedanken. Geschenkt. Sieh lieber zu, dass du am Leben bleibst. Tja, so einfach findet man Freunde. Man muss einfach nur sagen, man ist vom gleichen Schlag. Zugesehen. Wer ist der Kerl, der das Kopfgeld zahlt? Das weiß ich nicht. Es gibt nur einen von uns, der ihn kennt. Und wer ist das? Ey, Mann, das kann ich dir nicht sagen. Du weißt doch, wie sowas läuft. Ja, natürlich weiß ich, wie sowas läuft. Also, gib mir ihm etwas Geld und dann kriegt man den Namen hoffentlich, oder? 10 Goldstücke für den Namen des Kerls, der das Kopfgeld ausgesetzt hat. Ach, Mann, das kann ich echt nicht machen. Nun spuck schon aus. Oh, Mann. Na gut. Dexter ist sein Name. In der Nähe des Großbauern gibt es einen steilen Felsen. Da oben gibt es einen Wachturm und ein paar Minen. Irgendwo da hat er sein Versteck. Na bitte, hier hast du dein Gold. Und sag ihm bloß nicht, wer dir das gesteckt hat. Kann ich das Bild haben? Klar, ist ja schließlich deine Visage drauf. So, ich würde mal sagen, das reicht erstmal mit diesem netten Halunken. Geh lieber nicht in die Höhle hier oben. Meine Kollegen, die da sitzen, werden dir das Fell gerben. Und die verstehen was vom Kämpfen. Ja, dann bleiben wir mal da ein bisschen fern von und gehen weiter Pilze sammeln. Naja, also die Dunkelpilze. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass die halt eben wichtig sind, weil da kann man halt eben eine bestimmte Summe davon halt eben essen und kriegt dann halt eben einen Mana-Bonus irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele man davon essen muss, dass man dann halt eben diesen Mana-Bonus halt eben bekommt. Aber, ja gut, okay, das finden wir ja auch noch raus. Das finden wir auch noch raus. So rum. Jo, sämtlichstes Grünzeug halt eben mitnehmen, weil man kann ja alles irgendwie gebrauchen, entweder halt eben, um es dann halt eben selbst zu verwenden oder halt eben auch, um es zu verkaufen. Ich glaube, es gab da halt eben auch noch irgendwas mit einer Quest, aber ja, gut, okay. So, die Gaben für Innos,
die nehmen wir jetzt halt eben auch einfach mal mit, weil wir sind ja arme kleine Schlucker. Wir können da jetzt gerade nicht wirklich mehr halt eben machen, als mitnehmen und schauen, dass wir überleben. Dann gehen wir jetzt mal direkt hier zu diesem Hof. Es wird halt eben schon dunkel, aber dieser nette Bauer da vorne, der steht halt eben immer hier draußen rum. Glaube ich. Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ja, zum Glück lagen wir 3 Wochen unter Steinen, ne? Also, hat alles seine Vor- und Nachteile. So, wir müssen auf jeden Fall das mit den Banditen ansprechen und mit der besseren Ausrüstung. Aber eins nach dem nächsten. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ich kenne das Versteck der Banditen. Willst du sie etwa angreifen ohne mich? Es ist viel zu gefährlich. Außerdem muss ich hier auf meine Schafe aufpassen. Aber wenn du meinst, du kannst uns das Pack vom Hals schaffen, werden dir alle auf dem Hof dafür sehr dankbar sein. Ja, Dankbarkeit hört sich doch nicht schlecht an. Aber wir müssen zuerst mal über die bessere Ausrüstung reden, ne? Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Tja, dann können wir uns mal von ihm verabschieden, denn dass wir auf dem Weg in die Stadt sind. Doch, ich glaube, das müssen wir auch nochmal ansprechen, weil er uns noch einen Tipp gibt. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Tja, jetzt haben wir wohl die wichtigsten Tipps. Und da war noch irgendetwas, sobald wir das Gespräch beenden. Ich glaube, ein Wolf greift uns gleich an. Aber es ist zum Glück nur ein junger Wolf. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist, viel weniger. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht aus Versehen noch die Leute dann halt eben, ja, eins über die Rübe zieht. Ja, und die armen Schafe sind jetzt alle komplett verschreckt, aber ja, sie springen ja zum Teil ja wieder zurück. Es braucht halt eben ein bisschen Zeit, bis die sich beruhigt haben. So, wir könnten jetzt zwar halt eben schon was einsammeln, aber wir machen es hier ordnungsgemäß Stück für Stück. Und hoppsala, Frosch im Hals. Und reden erstmal hier mit Lobert. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Meine Güte, der hat ja eine tolle Laune. Aber da wir hier mit einem Bauer reden, sollten wir jetzt vielleicht eher sagen, für die Bauern, oder? Für die Bauern. Ha! Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Meine Güte, also der hat echt eine super tolle Laune. Wir könnten zwar jetzt genauer halt eben drauf eingehen, auf den Konflikt, aber das kriegen wir später noch mehr als zu Genüge mit. Deswegen würde ich gleich mal auf die Kleidung ansprechen. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Ja, das hört sich doch nicht schlecht an. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. 70 Goldstücke. Huh, das ist ganz schönes Sümmchen und das haben wir halt eben noch nicht zusammen.
Deswegen müssen wir halt eben wohl noch ein bisschen was halt eben für ihn arbeiten. Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. So, und jetzt müssen wir halt eben wahrscheinlich wirklich halt eben drauf eingehen, was hier eigentlich los ist. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Oh, so ist es also. Ne? Und jetzt verstehen wir wohl auch, warum er so eine wunderbare Laune hat. Aber jetzt können wir endlich hier auf den Punkt eingehen, dass wir dann halt eben Arbeit suchen, weil das Weitere sind halt eben Belanglosigkeiten. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen, aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Meine Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Tja. Sind wir patzig oder zufrieden? Also ich hätte jetzt halt eben eher gesagt, wir sind halt eben zufrieden mit der Arbeit, weil, ja, warum sollen wir ihm gegenüber irgendwie aggressiv sein, finde ich? Weil wir wollen ja auch was von ihm, deswegen sollten wir freundlich sein, oder? Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. So, ja, das war's jetzt halt eben erstmal, denn ihn können wir jetzt halt eben noch nicht fragen, zwecks einem Schlafplatz, weil ich glaube, man könnte hier in der Scheune dann halt eben schlafen, aber ja, bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, weil es wäre jetzt halt eben auch nicht so toll, wenn wir da jetzt einfach halt eben reinlaufen würden, glaube ich zumindest, weil ja, die KI hier in dem Spiel ist halt eben schon so cool gemacht, dass man, wenn man sich irgendwo aufhält, wo man eigentlich nicht sein sollte, dass man dann halt eben entsprechend halt eben angesprochen wird oder halt eben, ja, teilweise halt eben auch vertrieben. Deswegen, ja, sollten wir uns dann schon an gewisse Regeln halten. Aber ich weiß jetzt halt eben nicht, ob das jetzt halt eben schon hier auf dem Hof halt eben schon gilt oder nicht. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Rüben zusammen. Ja, da sieht man auch, da geht halt eben jemand auch gerade schlafen. Und der, wie hieß er? Mallet geht halt eben auch irgendwie, ich glaube, zum Lagerfeuer hoch oder auch schlafen. Ich weiß nicht genau. Aber jetzt geben wir erstmal die Rüben ab, die wir eigentlich vorher schon hätten einsammeln können. Und hier sind die Rüben. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Also ich würde eher einen besseren Preis für die Klamotten nehmen, weil ich glaube, pro getane Arbeit kriegen wir einen Rabatt von 10 Goldstücken. Und das ist besser als 5 Goldstücke zu nehmen, oder? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Ha, ich hab's doch noch richtig im Kopf gehabt. So, und jetzt brauchen wir natürlich mehr Arbeit, dass die Klamotten noch günstiger werden. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. So, ja, dann fragen wir die Jungs auf den Feldern und seine Frau, aber es ist halt eben gerade Nacht. Deswegen würde ich jetzt mal schauen, da ist einer. Werd mal angesprochen? Nein, wir werden nicht einfach angesprochen, dann können wir hier einfach das freie Bett nehmen. Ups, jetzt haben wir die geweckt. Oh, verdammt, was ist los? Ja,
Sorry, Jungs. Ich muss auch mal schlafen. So, bis zum nächsten Morgen. Das sollte reichen. So. Dann stürmen wir wieder hinaus in einen neuen Tag. Und ja, machen jetzt hier mal noch ein paar Aufgaben halt eben fertig. So, hallo Hilda. Hey, du. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Ja, eine brauchbare Pfanne, alles schön und gut. Aber man könnte ja auch mal nach was zu essen fragen, oder? Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Da fühlt man sich wie ein Hund, oder? Bist ein guter Kerl. Naja, gut, okay. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Nie, nie, nie. Warum sollten wir das Geld versaufen und für 20... Und wieder eins von diesen Biestern. Okay, was auch immer da jetzt halt eben gekommen ist zum Angreifen. Ja, für 20 Goldstücke kann man halt eben wohl nicht viel kaufen zum Versaufen. Aber naja, gut, okay. Wir wollen ja hier ja auch gute Arbeit halt eben bringen und nicht irgendwie irgendwas blöd halt eben machen. So, und da ist jetzt dann dieser nette fahrende Händler. Naja, so nett ist der meines Wissens nach halt eben auch nicht mehr. Aber naja, gut, okay. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Hm, du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Interessantes Angebot? Hört sich ein bisschen zwielichtig an, oder? Aber wir müssen es uns auf jeden Fall anhören, weil ansonsten kommen wir nicht in das Handelsmenü mit ihm. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Oh, ich weiß nicht. Das hört sich doch nicht so toll an, oder? Ja, da gibt's einen Haken an der Sache. Ja, nee. Nee, nee, nee. Das machen wir besser nicht. Wir haben andere Wege, in die Stadt zu kommen. Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Hm, da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Naja, willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? Ja, genau. Das wollen wir doch haben, ne? So. Zeig mir deine Ware. Dann such dir was aus. Schauen wir mal, ob er eine brauchbare Pfanne hat. Und ja, er hat eine Pfanne auch für 20 Goldstücke, die wir ja dann auch von der netten Hilda bekommen haben. Und der hat hier auch so einiges an andere Sachen dann halt eben drin, aber das brauchen wir ja alles nicht. Wir sind mit der Pfanne glücklich und zufrieden, hätte ich mal gesagt. So, ich muss weiter. Ich muss weiter. Von mir aus. Ja, Motivation klingt etwas anders, aber naja, gut, okay. Wir wollen ja hier auch niemanden wirklich reizen oder so. Dann nehmen wir hier noch eine Hacke eben mit und können dann gleich mal hier auf den Feldern noch die Jungs befragen, bevor wir die Pfanne halt eben abgeben. Nee, nur Leute, die einen Namen haben, sind halt eben auch wichtig. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Ah ja, das ist dann wohl wieder eine andere Art von Mensch, wie er mit der Situation umgeht. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht.
Wenn du für Lobat als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich hab zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobat erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Tja, Vino will Wein. Ja, ist wohl auch ein nettes Wortspiel, oder? So, die anderen Sachen können wir jetzt erstmal stehen lassen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und jetzt bin ich gerade echt am Überlegen, wie hat man noch die Flasche Wein bekommen? Weil Wein haben wir jetzt hier nicht. Wir haben Wasser und wir haben Wacholder, aber doch keinen Wein. Ah, ich glaube, dafür müssten wir die Banditen dann halt eben erledigen. Und dann kriegen wir eine Flasche Wein. Aber wir geben, glaube ich, zuerst einmal die Pfanne halt eben bei Hilda ab. Und dann kümmern wir uns um die Banditen. Wobei, so wie die Zeit vorangeschritten ist, kümmern wir uns beim nächsten Mal um die Banditen. Hey! Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. So, nochmal was zu essen bei ihr erfragen, ist halt eben keine gute Idee, weil, ja, wir haben ja heute schon Essen bekommen. Und diese Bücherkommode kann man nicht lesen, nicht benutzen? Okay, schade. Aber naja, macht ja nichts. Genau, ich wollte jetzt hier nochmal tagsüber reingehen, weil wir sind ja so ein armer kleiner Schlucker, der ja dann halt eben jeden Lederbeutel gebrauchen kann. Deswegen nehmen wir den jetzt hier einfach mal mit. Und genau, ich hab's doch noch richtig gewusst, dass da nur ein zweiter war. Jetzt schauen wir mal rein. Der eine hat halt eben nochmal 50 Goldstücke und der andere 25. Ja, das hört sich doch halt eben nicht schlecht an. Und ja, wir wurden halt eben nicht dabei erwischt. Aber ich habe doch hier gerade was gelesen. Lag hier irgendetwas? Nee, war wohl nur eine Täuschung. Aber naja, gut, okay, was soll's. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir dann halt eben heute mal für heute einen Cut. So rum wollte ich es halt eben aussprechen. Und ja, kümmern uns dann halt eben beim nächsten Mal drum, dass wir hier die Bauernkleidung dann halt eben so günstig als eine Möglichkeit eben bekommen und dann halt eben, ja, die Stadt Kurenis halt eben betreten. Aber das machen wir, wie gesagt, dann halt eben beim nächsten Mal. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!